Anders. Ja? Siehst du was? Nein, doch. Das ist Jönsens Katze. Und sonst nichts? Siehst du denn was? Nein, das ist es ja. Aber wenn wir dagegen eine Wohnung in Chicago hätten oder in den Londoner Slums wohnen würden, da wird bestimmt jeden Tag gemordet. Was ist denn jetzt mit dir? Kommst du mit? Ja. Ich darf mir doch ein paar Bonbons mitnehmen, Papa. Nimm nur. Es war einmal ein Mädchen, das hieß Josephine. Sie wohnte in einem Städtchen namens Mimmomonemine. Danke. Eva Lotta! Hey! Tag! Wo geht ihr hin? Wir wollen in die Stadt. Kommst du mit? Nein, ich habe keine Lust. Aber heute ist doch Samstag, zu Frederik mit dem Fuß, weißt du? Ach, stimmt ja! Das war zu der Zeit, als wir bei Heating die neue Bahn gebaut haben. Wir sollten einen neuen Chef bekommen, weil sich der Alte den Fuß gebrochen hat. Das hast du doch schon mal erzählt. Aber uns hat das überhaupt nichts ausgemacht. Das war nämlich ein richtig widerlicher Kerl. Aber der dann kam, der ist noch viel schlimmer gewesen. Er hat uns das Leben so zur Hölle gemacht, dass es selbst mir zu viel wurde. Ich habe ihn mir geschnappt und ihn in die Bude gesperrt, in der wir das Dynamit aufbewahrt hatten. Wir hatten fast 40 Grad Kälte. Und ich sagte zu dem Kerl, wenn du da drin frierst, kannst du dir ja ein Feuerchen machen. Aber das hat er dann doch lieber bleiben lassen. Angenommen, der da drüben hätte einen ganzen Sack voll geklautem Silber. Es wäre besser, wenn du nicht so einen Quatsch annimmst. Ich nehme eher an, dass du eines Tages noch völlig verrückt wirst. Mit jedenfalls deinem blöden Elektrispinnerei. Hat er mich den Tag in Ruhe gelassen. Bloß auf dem Tanzboden hat er versucht, es mir heimzuzahlen. Ach so, die Staatsgewalt erscheint jetzt erst. Dabei warten die schon seit einer Stunde darauf. Ja, du hast heute sicher früher angefangen, Frederik. Jetzt komm mir nicht mit so einem Unsinn. Ich bin immer pünktlich gewesen. Komm, gehen wir. Ja, ich komm mit. Ihr müsst mich daran erinnern, dass ich euch den Schluss erzähle, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ja, machen wir. Da sind wir doch gespannt drauf. Nein, nein, so geht's nicht, Jungs. Kommt da raus. Na los, kommt schon. Jetzt bald. Also, den Bogen habt ihr noch nicht raus. Ihr müsst dünnes, graues China-Garn verwenden, wenn ihr Erfolg haben wollt. Wir haben es aber schon mal geschafft. Das ist aber bei einer alten Tante gewesen. Hab ich mir schon gedacht. Wie heißt du denn übrigens? Eva Lotta Lisander. Eva Lotta Lisander, ich hab's mir fast schon gedacht, dass du das bist. Ich hab dich schon gekannt, als du noch in der Wiege gelegen hast. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 13. Was, erst 13? Und hast schon zwei Kavaliere? Na, ist das nichts? Und ob das was ist? Wer sind sie denn überhaupt? Ich bin mit deiner Mutter verwandt. Na also, wenn das nichts ist. Anders! Ja? Leg das doch bitte auf die Truhe, wenn du nach Hause kommst. Klar, mach ich. Dankeschön. Guten Tag, Frau Lisander. Na, wie steht's mit dem Wiedererkennen? Ja, um alles in der Welt. Bist du das, Ena? Du bist ja ewig nicht hier gewesen. Wie kommst du, dass du plötzlich wieder auftauchst? Ich habe ein bisschen zu viel gearbeitet und brauchte unbedingt Urlaub. Und da fiel mir plötzlich ein, dass ich eine ungewöhnlich nette Cousine habe, die in einer besonders hübschen Stadt wohnt und einen reizenden Fratz zur Tochter hat. Ah. Sag mal, Mia, würdest du so einen Landstreicher aufnehmen? Ja, natürlich bist du uns willkommen, wenn du es so nimmst, wie sie eben ist. Na schön, 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 schön. Helft Onkel beim Gepäck. Nein, nein, das mache ich schon selbst. Das geht schon. Wo hast du denn deinen Zuckerbäcker? Na, sowas.
Ena. Haare. Dunkel. Dunkel. Augen. Blau. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, mein Sohn. Ach, Kalle. Weil du doch jetzt Schulferien hast, wollen wir für diese Zeit eine Übereinkunft treffen. Ich meine damit, dass, wenn Mama oder ich dich um irgendetwas bitten, wir das nur einmal zu sagen brauchen. Ja, aber Papa, jetzt überleg doch mal, was wir Schüler das ganze Jahr über zu schuften haben. Dafür muss man sich dann aber auch im Sommer richtig erholen können. Sag mal, meinst du im Ernst, dass du die ganze Zeit über nur faulenzen willst, 3 Monate lang? Nein, das meine ich nicht. Aber wenigstens jeden dritten Tag könnt ihr mir doch freigeben für mein Privatleben. Ja, das ist doch selbstverständlich. Fein. Heute ist sein dritter Tag. Tschüss dann. Wollen wir gleich gehen? Ja. Hey! Hey! Du hör mal, wollen wir... Ah, ihr? Hey! Nehmt ihr mich netten kleinen Jungen zum Spielen mit? Hm? Wir könnten zum Beispiel Räuber und Gendarm spielen. Oder zeigt mir doch mal die alte Grube. Da bin ich ewig nicht mehr gewesen. Ja, das könnten wir machen. Das ist aber nett von euch. Dann gehen wir aber auch die alte Spuktreppe runter. Okay. Hm. Also, hier habt ihr wirklich einen ganz tollen Spielplatz. Hm. Ja, ja. Vielleicht sollten wir ihm ein Eimerchen und eine Schaufel geben, damit er was zum Spielen hat. Ach, woher denn? Nein, nein, wenn sich einer von den Großen vornimmt, mit Kindern zu spielen, dann muss irgendwas dahinter stecken. Mhm. Und außerdem ist er schließlich Mamas Cousin, da könnten wir es ruhig mal versuchen. Hoffentlich bleibt er nicht den ganzen Sommer über. Schade, dass man nicht in den Grubengang da unten rein darf. Warum darf man nicht rein? Ja, weil es gibt da Spalten und Löcher. Darum wollen die nicht, dass man reingeht. Da sind auch schon öfter Leute reingefallen und haben sich was gebrochen. Und einmal hat sich ein Junge da drin verirrt. Den hat man erst nach Tagen gefunden. Aber ein bisschen umsehen kann man sich hier sicher schon. Wo ist hier der Hauptgang? Der ist da. Aber da ist immer abgeschlossen. Abgeschlossen? Das klingt aber spannend. Sehen wir mal. Seht ihr? Geschafft. Jetzt können wir auch reingehen. Wie haben Sie das bloß gemacht? Darf ich mal sehen? Ist das ein Dietrich? Ja, man kann das so nennen. Darf ich ihn mal anfassen? Wie kommen Sie eigentlich an so einen Dietrich? Ich kann verschlossene Türen nicht ausstehen. Sollte er nicht kommen? Hey, ist das toll. Ungeheuer. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon vor Jahrhunderten entstanden. Und was ist, wenn es hier drin spukt? Hier spukt es sicher. Bestimmt taucht gleich so ein alter, vermooster Geist auf und klappt dich. Jetzt halt doch mal die Klappe. Jetzt kriege ich bestimmt einen blauen Fleck am Arm. Der alte Onkel Ena pustet dir schon weg. Sag mal, was machst du denn da unten? Ich? Ich suche hier nach irgendwelchen Spuren. Spuren? Wussten Sie es nicht? Kalle spielt wahnsinnig gern Detektiv. Was du nicht sagst, davon hatte ich keine Ahnung. Er ist gar nicht schlecht als Detektiv. Ich kenne jedenfalls keinen besseren. Was du nicht sagst. Anders übertreibt mal wieder. Ich wollte nur sagen, dass mir das Detektivspielen Spaß macht. Verbrecher fangen finde ich einfach toll. Ist ja auch nichts dabei. Natürlich nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich hoffe nur für dich, dass du bald einen ganz großen Fang machst, den du dann der Polizei übergeben kannst. Leider gibt's hier bei uns nur einen kleinen Gauner. So, wer ist das? Das ist Frederik mit dem Fuß. Er hat mir an einem Sonntag die Kirchenkollekte geklaut. Aber als er am Montag wieder nüchtern war, hat er sie gleich zurückgegeben. Wenn du damals auf Draht gewesen wärst, hättest du wenigstens Anna an Ganoven gefangen. Ach, jetzt ärgert mir mal nicht unseren Meisterdetektiv.
Über so einem dummen Gerede musst du doch drüber stehen. Lass das lieber sein. Aber warum denn? Es wäre doch bestimmt ganz komisch, wenn wir später mal wieder herkämen und unsere Namen in der Wand vorfinden. So werden wir auch im hohen Alter an unsere Jugend erinnern. Na schön, dann verewigt euch. Willst du dich nicht auch verewigen, Onkel? Nein, ich lach das lieber. Außerdem ist es mir unten zu kalt und zu feucht. Gehen wir doch lieber wieder rauf in die Sonne. Wir könnten doch noch ein Stückchen weiter in den Gang gehen. Nein, lieber nicht, sonst bricht sich noch jemand die Beine. Kommt jetzt. Kommt jetzt, ich muss wieder zuschließen. Oder soll ich euch einschließen? Und noch etwas, könnt ihr den Mund halten? Aber ja, selbstverständlich. Dann ist das sehr gut. Wieso? Ihr müsst euch einprägen, wir sind nicht hier unten gewesen. Was? Wir dürfen das keinem Menschen erzählen? Keiner Menschenseele, junge Dame. Das bleibt unser Geheimnis. Ist das klar? Dass ihr mir es ja nicht vergesst, sonst müsste ich dich wieder kneifen. Nein, danke. Nachdem ihr so nett wart, werde ich euch zu einem Saft und Kuchen einladen. Manchmal hast du richtig gute Einfälle, Onkel. Mhm. Danke. So, jetzt esst und trinkt so viel ihr vertragen könnt. Ich besorge mir eine Stockholmer Zeitung. Die müsste schon da sein. Ich denke schon. Eigentlich könntest du sie mir besorgen. Du bist jünger und schneller zu Fuß. Anders ist noch jünger. Und viel schneller als ich. Ganze 5 Tage ist er älter. Deshalb ist er trotzdem jünger als ich. Hier hast du eine Krone. Gehst du? Lass sie mir nicht inzwischen meinen Kuchen wegessen. Ich werde schon aufpassen. Eine Stockholmer Zeitung. Moment mal. Hier bitte. Danke. Das Wechselgeld. Vielen Dank. Steht was Interessantes drin? Ich sehe nur die Bilder an. Dann würde ich jetzt gerne mal meine Zeitung haben. Ach so. Gleich. Danke. Was ist, seid ihr fertig? Mhm. Können wir gehen? Von mir aus schon. Na, dann wollen wir mal. Ich könnte keinen Krümel mehr runterbringen. Tag. Tag miteinander. Tag. Gibt's was Neues, Kalle? Nicht, dass ich wüsste. Sag mal, Kalle, arbeitest du vielleicht mit der Polizei zusammen? Ach, woher denn? Der Björk, der quatscht nur so dumm. Ach so, ich muss mal eben was in der Eisenhandlung besorgen. Wiedersehen. Danke für den Fruchtsaft. Für den Kuchen natürlich auch. Gott sei Dank, er ist weg. Ich habe ja nichts dagegen, Kuchen und Saft von dir zu bekommen, aber auf die Dauer ist der Mensch anstrengend. Wir verschwinden besser, bevor er wiederkommt. Hm? Ich komm gleich nach. Stellt der Herr Kollege Ermittlungen an? Reine Routine, Onkel Björk. Aha, ich verstehe schon. Man kann eine ganze Menge über einen Menschen rauskriegen, wenn man ihn beim Einkaufen beobachtet, besonders in der Eisenhandlung. Da kann ich zustimmen. Sag mal, was würdest du für Schlüsse daraus ziehen, wenn du siehst, dass er ein Bügeleisen kauft? Dass er häuslich veranlagt ist und vielleicht Junggeselle. Ach, scharfsinnig, das muss ich schon sagen. Sag mal, Onkel Björk, ja? Was für einen Schluss würdest du daraus ziehen, wenn er sich mitten im Sommer eine Taschenlampe kauft? Da wird's schon schwieriger. Wart mal. Entweder er fürchtet sich in der Dunkelheit oder er will damit nachts Regenwürmer sammeln. Ach. Besonders misstrauisch stimmt der Dietrich. Kalle! Nein! Wir haben dich schon überall gesucht. Was machst du denn da? Gar nichts. Wo hast du dich denn rumgetrieben? Hey, Palotta, Kalle! Er hat den ganzen Nachmittag allein verbringen müssen. Ja? Wer von euch möchte den Brief zur Post bringen? Ich mach das schon. Das ist nett von dir. Genau wie die Pfadfinder. Allzeit bereit. Fräulein Lola Hellberg, PR, Stockholm 1. Hallo. Hallo. Sag mal, Onkel Björk, Was bedeutet PR auf einem Brief? Poste restante, das heißt postlagernd. Und was bedeutet das? Ja, also wenn man an jemanden einen Brief schreiben will, der keinen festen Wohnsitz hat. Oder wenn jemand seinen Wohnsitz geheim halten will. Sowas kommt auch vor. Aha. Willst du noch was wissen? Nein, im Augenblick nicht.
Tschüss dann. Schon wieder faul. Was machst du denn mitten in der Nacht im Schlafanzug? Hast du hier jemanden vorbeikommen sehen, Onkel Björk? Nein, niemanden. Seit einer Stunde habe ich hier keine lebende Seele gesehen. Wirklich nicht? Aber... Jetzt hör mir gut zu. Du gehst wieder nach Hause und legst dich hin. Ich würde es gern selbst tun, wenn ich keinen Dienst hätte. Und wenn sich wirklich etwas Verdächtiges zeigt, werde ich es dir berichten. Danke, Konstabler. Gute Nacht, Onkel. Gute Nacht. Herz, guter Junge. Erik, der Kaffee. Ich komme. Scheint dir gut gelaunt zu sein. Offenbar. Wo bleibt denn nur unser nachtwandelnder Gast? Seht, da kommt er schon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bist du munter? Ja, natürlich. Morgen, morgen. Ja. Darf ich mich hierher setzen? Ja, offenbar scheinst du nachts nicht gut zu schlafen, stimmt's? Hm? Wieso denn? Weil du so herumtrampelst, dass man kaum ein Auge zutun kann. Du hast gerade nötig, du schnarchst, dass ich die ganze Nacht wach liege. Liegt's vielleicht am Bett? Nein, ich kann mich wirklich nicht darüber beklagen. Aber ein kaputtes Nervensystem kommt nicht von heute auf morgen wieder in Ordnung. Ich kann dir ein Schlafmittel geben, wenn du willst. Hm. Steh lieber um 4 auf und hilf mir beim Einteigen. Dann wirst du sehen, wie gut du schlafen kannst. Vielen Dank, da ist mir Mias Schlafmittel doch wesentlich lieber. Denn? Ich bin jetzt fertig. Darf ich mir die mitnehmen, falls ich Hunger kriege? Natürlich. Du kannst auch noch 2 mitnehmen. Dann hat jeder etwas. Danke. Hey! Hey! Hier, ich habe euch was mitgebracht. Jetzt bekommt Anna kein frisches Gebäck mehr. Bravo! Dein Vater ist wirklich wahnsinnig nett. Und am meisten freut er sich selbst darüber. Er hat extra gesagt, ich soll die beiden letzten Stücke für euch mitnehmen, weil er weiß, wie wild Onkel Anna auf frisches Gebäck ist. Kann er Onkel Anna auch nicht ausstehen? Papa hat für Leute, die nichts arbeiten, überhaupt nichts übrig. Nein, nein, da bin ich völlig seiner Meinung. Was wollen wir denn heute unternehmen? Wir wissen schon, was wir machen. Wir? Heißt das vielleicht, dass ihr mich heute nicht mithaben wollt? Ja, aber wir doch schon was vorhaben. Was soll ich denn ganz allein den lieben langen Tag machen? Ich wüsste schon was. Angeln gehen ist zum Beispiel was Hübsches. Ich soll angeln? Ja, es gibt eine Menge Fische hier. Wir haben jedenfalls eine geheime Konferenz. Kommt, Jungs. Ja. So, so. Wenn du es dir nochmal überlegst und angeln gehen willst, dann kann ich dir gern meine große Angel leihen. Vielen Dank. Kalle! Was ist? Kalle, hast du dich am Fuß verletzt? Nein, ich habe nur was zwischen die Zehen bekommen. Ist schon wieder weg.
Naja. Der geht bestimmt nicht angeln. Bestimmt nicht. Wo steckt denn nur Kalle schon wieder? Woher soll ich das wissen? Kalle, beeil dich ein bisschen! Ja, ja. Psst, was ist denn? Wenn du hier so rumschreist, kriegt Onkel Elner noch raus, dass das hier unser Hauptquartier ist. Und dann ist damit Schluss. Der ist verdächtig. Glaubst du im Ernst, der hat was verbrochen? Könnte durchaus sein. So wie du rausgekriegt hast, wärst du ran ermordet hat, hm? Ach, damit wirst du mir kommen. Ich weiß jedenfalls, was ich weiß. Ich werde in der Sache weiter ermitteln. Mach das mal gut inzwischen. Tschüss. Der spinnt mal wieder. Langsam dämmert's mir. Lernen, wie man zielt. Pass mal auf. Los, versuch's mal. Na, du Weiberheld. Was hast du da gesagt? Du Weiberheld, habe ich gesagt. So, ich hätte gehofft, dass ich mich verhört habe. Zu blöd, dass es so heiß ist, sonst würdest du gleich Dresche beziehen. Versuch's doch mal. Ich könnte dir ja ein Stück Eis auf die Stirn legen. Hinterher, wenn du dann noch am Leben bist. Wir werden die Sache heute Abend austragen. Und darum gehst du jetzt besser nach Hause und bereitest deine Mutter schon darauf vor. Komm. Der fällt vielleicht auf die Nase. Na klar. Wer sind deine Sekundanten? Jonte und Benka. Das sind meine. Was nehmen wir für Waffen? Die Fäuste. Was anderes brauchen wir nicht. Können wir dann anfangen? Klar. Bist du auch so weit? Ja. Die Sekundanten verlassen jetzt den Ring. Es geht los! Na
Ordnung. Die heutige Beleidigung gilt als abgewaschen. Aber morgen werde ich dich beleidigen. Da können wir gern wieder weitermachen. Das heißt, es herrscht Krieg zwischen der Weißen und der Roten Rose. Ja, das bedeutet den Kriegszustand zwischen der Weißen und der Roten Rose. Und tausend und abertausende Seelen werden jetzt zur Hölle fahren und vom Tod verschlungen werden. Tschüss. Der Schiedsrichter war parteiisch. Eigentlich hätten wir gewinnen müssen. Wart nur ab. Morgen ist auch noch ein Tag. Hast du dich verletzt? Ach, das ist doch nur Dreck. Tschüss. Tschüss. Hey, Kalle, wohin gehst du jetzt? Ich kaufe mir eine Zeitung für meine Mutter. Hallo, Kalle. Gibt's was Neues? Stockholmer, hm? Aus Stockholm, stimmt. Ach, Onkel Björk, ja? Wenn man der Meinung ist, dass ein Mensch ein Schuft ist, was soll man dann machen? Man verpasst ihm eine Tracht Prügel. Nein, das geht nicht. Ich meine, wenn er wirklich was verbrochen hat. Dann muss man dafür sorgen, dass er verhaftet wird. Aber wenn man nun für seine Vermutung keine Beweise hat? Dann muss man sich diese Beweise beschaffen. Man muss ihn beschatten. Aha. Man braucht sicher auch Fingerabdrücke. Ich glaube schon. Dann fangen wir mal an. Können Sie mir sagen, ob ein gewisser Herr Brane in Ihrem Hotel wohnt? Ena Brane. Brane? Nein. Und das können Sie mit absoluter Sicherheit sagen. Ich bin völlig sicher. Haben Sie vielleicht einen Gast, der Ena Andersson heißt? Nein, bei uns wohnt auch kein Herr mit diesem Namen. Wirklich nicht? Gibt es vielleicht noch ein anderes Hotel in dieser Stadt? Nein. Sie haben Nummer 24. Es ist aber noch nicht ganz hergerichtet. Wenn ich also die Herren bitten dürfte, noch einen Augenblick hier unten Platz zu nehmen. Was möchtest du haben? Ein Afternblatt. Danke. Es gibt gar keinen Zweifel. Erst hier in der Stadt. Wir haben schließlich Beweise dafür. Ich habe selbst den Brief an Lula gelesen. Da stand schwarz auf weiß, dass er während der nächsten Zeit... Bitte, meine Herren, Ihr Zimmer ist jetzt so. Dankeschön. Tore Krog, Stockholm. Ivar Redig, Stockholm. Verdächtiges gefunden? Das ist reine Routine gewesen. Aha, ich verstehe schon. Wo ist dein Onkel Einar? Oben auf seinem Zimmer. Hat ihm deine Mutter das Schlafmittel gegeben? Schlafmittel? Aber was hat... Warum willst du wissen, weshalb... Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber irgendwie musst du versuchen, ihm das Zeug zu geben. Und wenn es nicht klappt, musst du mir Bescheid geben. Aber warum? Was hast du vor? Ich kann es dir im Augenblick noch nicht sagen, aber du musst mir unbedingt dabei helfen. Versuchen kann ich es ja mal. Na prima. Ach, sag mal, Mama, hat Onkel Engel das Schlafmittel bekommen, das du ihm heute Morgen versprochen hast? Oh, gut, dass du mich daran erinnert hast. Es liegt in meiner Nachttischschublade. Du kannst es holen und Onkel Engel geben. Gut.
Wer ist da? Ich bin's. Ich bring das Schlafmittel, das dir Mutter versprochen hat. Danke, aber ich glaube nicht, dass ich es heute Abend brauche. Ist gut, aber... Ich lasse es hier auf dem Tisch stehen, falls du es doch noch brauchst. Ja, danke. Was ist denn mit dir? Wird's nicht langsam Zeit fürs Bett? Ich bin eigentlich noch gar nicht müde. Ich denke doch, dass du dich allmählich hinlegen solltest. Und vergiss nicht, das Fenster zu schließen, wegen der Mücken. Ja. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, mein Junge. Wie um alles in der Welt bist du denn jetzt noch auf? Ach, ich wollte Kalender etwas sagen. Das hebt dir lieber für morgen auf, er schläft sicher schon. Ja, aber... Also dann gute Nacht und schlaf gut. Danke gleichfalls. Sag mal, weißt du nicht, dass alle kleinen Detektive an ihrem Höllenschweif eine Blechdose haben müssen, damit man hört, dass sie kommen? Ein Höllenschweif? Aber ich habe keinen Höllenschweif. So nicht? Was ist denn dann das da hinten? Jetzt ist es richtig, ja. So geht's den Detektiven. Ist es denn wirklich wahr, dass alle Detektive mit so einer Blechdose rumlaufen müssen? Ja, ja. Das ist so. Mein Gott, was die da für den Kram machen.
Lieber Gott, du Kinderfreund. Los, Hände hoch. Steh mir bei in meiner Not. Umdrehen. Ja, aber zum Teufel, das bist ja du, Kalle. Wie kommst du denn hier rein? Mitten in der Nacht. Na? Ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin. Ich werde doch nicht im Schlaf wandeln, oder? Ich habe jedenfalls von dir geträumt, Onkel Einar. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Du spinnst schon so mit deinen Detektivspielen, dass du nachts nicht schlafen kannst. Und statt im Bett zu liegen, die ganze Gegend unsicher machst. Hm? Leg dich schnell wieder hin. Ja, das mache ich. Gute Nacht, Kalle. Gute Nacht und vielen Dank nochmal. Besitzt Revolver. Beeilt euch, die roten Rosen sind schon im Anmarsch. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für Krieg. Wo willst du denn hin? Wieder zu Frederik mit dem Fuß? Ach, Quatsch. Du bist jetzt unser Spähtrupp. Alle Meldungen ins Hauptquartier. Und du kommst mit mir. Los! Moment, ich komm gleich! Da ist das Wasser, Mia. Danke. Sag mal, du musst dich doch eigentlich hier schrecklich langweilen. Woher denn? Du könntest dir doch meinen Rat nehmen und ein bisschen herumfahren oder baden gehen. Vielen Dank, aber ich fühle mich sehr wohl hier. So geht's nicht. Die Mutter von Eva Lotte und noch jemand sind vor der Tür. Wir müssen sie von der Seeseite aus angreifen. Wir können sie ja versuchen. Die Roten sind jetzt da. Wo denn? Sie kommen von hinten, vom Bach her. Schnell weg! Wir können über das Brett rüber. Oh,
Fühlt euch da oben bloß nicht zu sicher. Bist du denn sehr nass geworden? Nicht so nass, als du hinter den Ohren bist. Kommt ihr freiwillig runter oder wollt ihr ausgeräuchert werden? Wie wär's, wenn ihr raufkommt und uns abholt? Macht mal ein bisschen Platz. Der liebe Onkel Anders will nämlich spucken. Wenn die Roten wiederkommen, grüßt sie herzlich von mir. Ich muss nämlich mal verschwinden für einen Moment. So, dich hätten wir. Du sitzt in der Falle. Wir müssen Anders unbedingt aus seinem schrecklichen Gefängnis befreien. Musst du lange bitte, bitte sagen, wenn du raus willst. Bleib du hier, ich versuche mal was. Ist gut. Die weiße Rose ist wohl in ein neues Hauptquartier umgezogen. Riecht ja herrlich. Ihr könnt das Seil haben, falls ihr zum Raufklettern Mut habt. Hey, Anders. Du bewachst Anders, Banker. Na los, zeig, was ihr könnt. Hey, weg mit dem Boden. Seid ihr geliefert? Jetzt siegen die Roten über die Weißen. Hey, Sixten, weiter! Jonte, spann das Seil! Los, Sixten, weiter! Du hast es gleich geschafft! Warte nur! Komm nur, wenn du dich traust! Da ist Eva Lotta! Lass mich los! Ihr sollt mich loslassen! Finger weg! Ab mit der Gefangenen ins Hauptquartier! Gib endlich auf! Das Haus verschäuft! Ja. Eva Lotta, du kannst doch schwimmen. Na klar. Schluss jetzt, lass sie doch laufen. Warte, ich komm gleich und helf dir. Keine Angst, wir kommen gleich und helfen dir. Lass mich vorwärts, Eva Lotta. Hilfe! Hier bleibst du. Du kriegst mein Overall. Großmütig gegen Besiegte zu sein, gehört zu unseren Grundsätzen. Ich bin aber nicht besiegt. Außerdem kommen gleich die anderen und befreien mich. Wir können ja so lange Pfeilwerfen spielen. Ich habe nichts dagegen, aber versuch nicht zu fliehen. Gut, spielen wir. Ich versuche rauszukriegen, wie jetzt die Lage ist. Wenn sie nochmal herkommen, musst du unser Hauptquartier bis zum letzten Mann verteidigen. Und bevor du in Gefangenschaft gerätst, musst du alle wichtigen Papiere verbrennen. Ist gut. Ja, wen sehe ich denn da? Unseren lieben Ena, unseren lieben alten Ena. Du scheinst nicht erfreut zu sein, alte Freunde wiederzusehen. Doch, doch, ihr kommt nur so überraschend. Ach nein, so ist das. Du hast leider keine Adresse hinterlassen, als du wegfuhrst. Aber Lola ist ein vernünftiges Mädchen und wenn man ihr gut zuredet... Was hast du mit Lola gemacht? Nicht doch, nicht doch. Ruhig Blut bewahren. Was willst du überhaupt von mir? Du warst schon immer schwer von Begriff. Wir wollten dich nur zu einer kleinen Spazierfahrt und uns ein bisschen unterhalten. Ich habe nichts mit euch zu besprechen. So nicht? Ich bin davon überzeugt, dass du mitkommst. Schließlich können nicht drei die ganze Arbeit machen und nur einer davon kassiert. Du hast eine Minute Zeit. Dann musst du dich entscheiden. Die Autotour oder blaue Bohnen. Also zuerst wirst du mal dein Spielzeug wegstecken. Und wenn ihr nett seid, können wir auch über das Teilen reden. Deine Großzügigkeit ist wirklich grenzenlos, Ena. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Jetzt geht es nicht mehr ums Teilen. Du verstehst schon. Hallo, Eva Lotta. Gut, dass du kommst. Ich wollte gerade reingehen, um zu sehen, ob das Essen schon fertig ist. Wieso bist du denn so nass? Ich habe gebadet. Aha. Bis dann, Jungs. Ich muss jetzt leider rein.
Bis dann, mein lieber Ena. Wir sehen uns bald wieder. Möglich, möglich. Wollen die Herren nicht mit reinkommen? Die Herren haben es leider ziemlich eilig. Danke für die Einladung. Ein andermal gern. Hm. Hast du Hunger? Mhm. Hör mal, Eva Lotta. Tür zu! Man klopft zuerst an, bevor man das Zimmer einer Dame betritt. Entschuldige bitte. Aber ich hab's eilig. Habt ihr eine Stockholmer Zeitung? Ja, wieso denn? Hör mal, das war doch vorgestern, dass uns Onkel Einar zu Kuchen eingeladen hat. Ja, das war vorgestern. Also war das am Montag. Kommst du an die Zeitung? Ich denk schon. Ich sehe mich gleich mal drin um. Gut. Und was mache ich damit? Bring sie mit ins Hauptquartier. Es ist wichtig. Habe ich mal wieder den richtigen Riecher gehabt. Hallo, wo bleibst du denn? Augenblick, ich komm gleich. Hallo, hallo. Die ist ja nicht abgeschlossen. Ah ja. Jetzt. Wo bleibt nur Kalle, weißt du's? Nein, warum? Er hat gesagt, es sei wahnsinnig wichtig. Das ist er. Wir müssen sofort mit den Roten Frieden schließen. Notfalls müssen wir sogar bedingungslos kapitulieren. Jetzt mach aber mal einen Punkt. Wir haben doch erst angefangen. Es hat gar nichts zu sagen. Jetzt geht es um wichtigere Dinge. Eva Lotta, sag mal, hältst du eigentlich viel von Onkel Einar? Ob ich viel? Wieso denn? Tja, er ist doch immerhin der Vetter deiner Mutter. Warum interessierst du dich dafür? Du wärst doch sicher nicht traurig, wenn du erfahren würdest, dass dieser Onkel Einar ein Gangster ist. Nein, wo hast du das bloß her? Meinst du im Ernst, in unserer Familie würde es einen Gangster geben? Tja, hört mal zu, den Artikel da hat Onkel Einar in der Konditorei gelesen. Juwelendiebstahl auf Östermalen. Wertvolle Juwelen wurden in der Nacht zum Samstag aus einer Wohnung in der Banjärgatan entwendet. Diese Wohnung, die einem bekannten Stockholmer Bankier gehört, stand zu diesem Zeitpunkt leer, sodass die Diebe den Einbruch ungestört beenden konnten. Und daneben steht wild gewordene Kuh verursacht Panik. Steckt da deiner Meinung nach auch Onkel Einar dahinter? Blöd Quatsch, darfst du nicht mitmachen. Was ist denn das? Die gestohlenen Juwelen, die einen Wert von 35.000 Kronen haben, befanden sich in einem Tresor, den die Diebe mit abtransportierten. Die Polizei nimmt daher an, dass an diesem Einbruch mindestens zwei, wenn nicht noch mehr Personen beteiligt waren. Das ist ja eine Perle. Wo hast du denn die her? Aus dem Stollen. Onkel Einar hat nämlich dort vorgestern Nacht seine Beute versteckt. Ach, du spinnst ja. Er ist jedenfalls clever. Hast du die Typen gesehen, mit denen Onkel Einar gerade gesprochen hat, als du gekommen bist? Ja. Bestimmt sind das seine Komplizen gewesen. Aber irgendwie hat er es geschafft, sie wieder loszuwerden. Sie nennen sich Krock und Redig, aber sicher sind die Namen falsch. Aber woher weißt du das alles? Ich hab's eben herausgefunden. Vielleicht kann ich es deswegen nicht lassen, immer was aus der Keksdose zu stibitzen. Du bist erblich belastet, das ist völlig klar. Und wenn er jetzt unser Silberbesteck klaut? Das ist doch höchstens versilbert. So, und jetzt zu den Roten. Ja. Nimm die weiße Fahne, geh rüber und bitte sie um Waffenstillstand. Hm? Die glauben natürlich, wir hätten alle drei einen Sonnenstich gekriegt. Was machen wir überhaupt? Wir müssen nachforschen. Aber unternimm nichts, bevor wir zurück sind. Nein, nein, aber beeil dich. Mhm. Und du? Hm? Du erkundest gleich mal, wo Onkel Einar steckt. Aber vorsichtig. Ist gut. Seid ihr verrückt geworden? Wir haben doch gerade erst angefangen. Warum wollt ihr schon wieder Schluss machen? Wir ergeben uns sogar bedingungslos. Du kannst dir warten, während wir uns zur Beratung zurückziehen. Mhm.
an die Kriminalpolizei in Stockholm. In Anbetracht dessen, dass Ihnen vielleicht einige Fingerabdrücke fehlen könnten, schicke ich Ihnen Anwalt diese, in der Hoffnung, dass Sie mit denen, die Sie haben, übereinstimmen. Weitere Auskünfte werden gratis erteilt. Karl Blomqvist. Privatdetektiv. Du, Onkel Ena ist die ganze Zeit auf seinem Zimmer. Das ist gut. Was? Du schreibst an die Kriminalpolizei? Das ist wirklich merkwürdig. Weißt du, was das ist? Das ist doch ein Fingerabdruck. Ja, von Onkel Ena. Nimm dir ein bisschen Geld aus dem Pokal da und kauf damit Briefmarken auf der Post. Gut. Leg ihn inzwischen in die Kiste. Ja. Wenn sich also in Zukunft die Angehörigen der Roten und der Weißen auf der Straße begegnen, müssen sie sich dreimal verbeugen und sagen, ich weiß, dass ich unwürdig bin, den gleichen Boden wie du zu betreten, o Herr. Unterschreib das. Der Krieg wird bestimmt noch viel spannender als der mit den Roten. Ihr habt ja inzwischen schon angefangen. Das mussten wir. Und wie geht's weiter? Zunächst müssen wir mal die geraubten Juwelen sicherstellen. Aber einer muss hierbleiben und auf Onkel Ena und die anderen aufpassen. Ich jedenfalls nicht. Ich will unbedingt die Juwelen suchen. Die passen schon selbst aufeinander auf. Na schön. Komm mit. So spannend, man kriegt fast Bauchweh davon. Ach, aber wie kommt der bloß in den Stollen rein? Wo hast du die Perle gefunden? Da, im Stollen. Aber wie bist du denn da reingekommen? Jetzt überleg mal, wie man durch verschlossene Türen kommt. Psst, kommt. Bitte näher zu treten. Aber wenn jetzt jemand kommt? Es ist unwichtig. Wir sollten lieber mit dem Suchen beginnen. Eva Lotta, fang du mal da vorne an und du, Anders, gehst darüber. In Ordnung. Ich nehme mir den Teil vor. Wer ist da? Da ist ein Brief für Sie gekommen. Danke. Ena, alter Freund. Tjommen und ich haben uns die Sache überlegt. Lass uns teilen. Es ist das Beste für uns alle, besonders für dich. Ich hoffe, du begreifst das. Aber bitte keine Tricks. Wir warten draußen vor dem Tor, Arthur. Jeden Stein umgedreht, aber ich habe noch nie so wenig Diamanten gesehen wie hier. Du hast doch wohl kaum angenommen, dass die hier offen rumliegen. Schön, nimm dir jetzt den anderen Gang vor. Den da drüben, zieh unter allen Steinen nach. Ist gut.
Du. Jetzt kommt er raus. Na? Hast du die Klunkern bei dir? Wir haben sie jetzt. Sie sind im Stollen. Im Stollen? Ja, es ist da hinten. Gar nichts. Du, Kalle? Ja? Sag mal, wo genau hast du die Perle gefunden? Da. Und da habe ich inzwischen jeden Millimeter untersucht. Da ist was. Oh, ist das schwer. Sicher wieder Fehlanzeige. Warte erst mal ab. Ich fühle da was. Mann, da scheint ja wirklich was drunter zu sein. Das ist genauso eine Kassette, wie wir eine haben. Ich habe sie erst vorhin zugeschlossen. Sieht dir unheimlich ähnlich. Ich könnte keinen Unterschied feststellen. Ihr habt es ja selbst mitbekommen. Die hat er in der Eisenhandlung gekauft, zusammen mit der Taschenlampe. Ja, da haben wir uns auch gekauft. Mach das Ding schon auf, bevor ich wahnsinnig werde. Es ist verschlossen. Vielleicht ist der Schlüssel für alle Kassetten gleich. Warte, ich probier's mal. Oh. Mensch, toll. So sehen also echte Smaragde und Platin aus. Also 35.000 ist viel zu wenig dafür. 100.000 ist das mindestens wert. Toll ist das. Nicht zu glauben, was wir da an der Hand halten. Sieh dir das an. Oh. Na, wie gefällt dir das? Sehe ich nicht wie die Königin von Saba aus? Ach, lass das jetzt lieber. Wir sollten zusehen, dass wir hier wegkommen. Warte noch. Sieh mal. Toll. Anders, mach's wieder zu. Was machen wir damit? Soll ich wieder vergraben und Kartoffeln drauf anpflanzen? Lass ja alles so, wie es war. Wir machen uns dünn damit. Stellt euch mal vor, was passiert, wenn Onkel Elner plötzlich beschlossen hat, seine Kassette hier rauszuholen. Ach, Quatsch. Beeilen wir uns lieber. Das Versteck befindet sich da unten. Eines ist wirklich schade. Was denn? Dass wir Onkel Einas Gesicht nicht sehen können, wenn er herkommt, die Kassette abzuholen. Das wäre mir mindestens 25 Öre wert. Kommt jetzt. Ach, so ein Mist. Hoffentlich ist es kein Versuch von dir, uns hinters Licht zu führen. Wie blöd haltet ihr mich eigentlich? Schließlich seid ihr zwei gegen einen. Los, weiter. Ob die was gemerkt haben? Sicher nicht. Was werden das für Leute gewesen sein? Vielleicht ein Liebespaar. Halt doch mal. Meinst du? Auf jeden Fall gehen wir jetzt zur Polizei. Zur Polizei? Wir werden doch jetzt nicht zur Polizei gehen, gerade wo es so spannend wird. Du, hör mal, das ist jetzt kein Indianerspiel mehr. Diebe müssen schnellstens eingesperrt werden. Das ist schön, wenn du meinst. Auf jeden Fall müssen wir Onkel Björk Bescheid sagen. Vielleicht wird er deswegen sogar befördert. Wir möchten bitte zu Konstabler Björk. Er ist auf einer Dienstreise und kommt nicht von morgen zurück. Könnt ihr mir ein mythologisches Ungeheuer mit 8 Buchstaben sagen? Nein, wir sind wegen was anderem hergekommen. Ich hab's euch schon gesagt, ja, kommt erst morgen früh wieder. Wisst ihr wenigstens einen weiblichen Krieger mit 7 Buchstaben? Nein, ich hab keine Ahnung. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Wie wär's mit Amazone? Ja, richtig. Und warum hast du nicht dem dienstleitenden Polizisten Bescheid gesagt? Man kann doch über solch wichtige Dinge nicht mit jemandem reden, der sich nur für mythologische Ungeheuer interessiert. So, das findet niemand. Wer soll auch schon auf so eine Idee kommen? Sicher niemand. Und außerdem ist es auch nur für eine Nacht. Hey, Onkel Ada ist schon den ganzen Abend über weg. Ist ja prima. Ich habe aber auch keinen Aufpasser entdeckt. Die wissen doch, wie man sich versteckt. Mhm. Du. Zu keinem Menschen ein Wort darüber. Wir müssen verschwiegen sein wie ein Grab. Und morgen gibt's dann einen Kampf auf Leben und Tod. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ach, Frieda, weißt du, ob Onkel Elner schon auf ist? Frag lieber, ob er im Bett war. Was meinst du denn damit? Ach, ich wollte ihm vorhin heißes Wasser zum Rasieren bringen und da war das Zimmer leer und das Bett unberührt. Dann ist er die ganze Nacht über weg gewesen? Sieht ganz danach aus. Als ich ihm gestern einen Brief raufgebracht habe, den ein Mann für ihn abgegeben hatte, sah es so aus, als ob er sich hinlegen wollte. Mehr weiß ich auch nicht. Aha.
Ja, das Bett ist unberührt. Der Koffer ist auch noch da. Sieht aus, als ob er zurückkommen würde. Sehen wir mal weiter. Vielleicht ist es aber auch ein Trick. Vielleicht finden wir was. Also ich habe nichts entdecken können. Die Juwelen haben wir jedenfalls. Das hilft uns nicht weiter. Ich habe genauso ein Gefühl gehabt, dass mir der Hecht im Sommer von der Angel gehüpft ist. Seht mal, da hat er einen Brief verbrannt. Also ein Anfänger ist er wirklich nicht. Lass mal sehen. Alles Asche. Kommt, wir gehen zu Onkel Björk. Hier finden wir sowieso nichts. Onkel Björk ist bestimmt noch nicht da. Der Zug kommt erst später an. Hör mal, vielleicht sind die noch im Stollen und suchen da. Wir könnten noch die Polizei direkt dahin schicken. Nein. Kommt, wir benutzen den Geheimpfad. Du, bleib lieber zu Hause. Das ist vielleicht doch am besten. Jetzt werd bloß nicht albern. Wie ich es mir gedacht habe. Die haben sich dünn gemacht. Hätten wir sie bloß gestern Abend verhaftet. Vielleicht können wir irgendwelche Spuren entdecken. Ja. Hey, scht. Also du gehst mit dem Dietrich wie ein Einbrecher mit langjähriger Praxis um. Da seht ihr, was die Schufte mit mir gemacht haben. Na los, nehmt mir auch die Fesseln ab. Du musst entschuldigen, Onkel Aina, aber... Aber zuerst müssen wir mal zur Polizei gehen. Ihr verdammten Gören, dann habe ich also dieses Vergnügen, euch zu verdanken. Ihr habt mir das eingebrockt. Glotzt nicht so blöde. Lauft schon zur Polizei. Wenn du uns versprichst, dass du nicht zu fliehen versuchst, könnten wir ja die Fessel wenigstens etwas lockern. Ich verspreche euch, was ihr wollt. Seit wann liegst du eigentlich hier unten? Seit gestern Abend. Könnt ihr euch das vorstellen, ihr Rotznasen? War wohl ziemlich langweilig. Anders, hol die Polizei. Ist gut. Moment. Ihr habt doch die Juwelen an euch gebracht, oder? Mhm. Wollt ihr euch damit nicht zufrieden geben? Wir sind doch alte Freunde. Lass mich wenigstens laufen. Hm? Eva Lotta, willst du wirklich, dass dein Onkel ins Gefängnis kommt? Wer etwas anstellt, muss dafür auch bestraft werden. Und dafür werden wir auch sorgen. Also lauf jetzt. Gut. Ihr verdammten Rotznasen, hätte ich euch lieber gleich den Hals umgedreht. Na, wir scheinen ja da in ein kleines Familienfest reinzuplatzen. Wirklich schade, dass wir stören müssen. Aber sonst hätten dich deine kleinen Freunde sicher befreit. Und dann hättest du die Sachen bestimmt schneller gefunden als mit uns gestern Abend. Jetzt hör doch mal, Arthur. Halt die Klappe. Erst wenn du bereit bist, uns zu sagen, wo die Sachen versteckt sind, kannst du den Mund wieder aufmachen. Hör doch zu, Arthur. Die Gören haben sie genommen. Und sie wollten zur Polizei, gerade als sie reinkamt. Vielleicht sagt er wenigstens einmal die Wahrheit. Ja, schon möglich. Dann lassen wir es mal auf einen Versuch ankommen. Ich danke dir. Überlass die beiden Jungs mal mir. Ich krieg schon raus, wo sie die Sachen versteckt haben. Hilfst du mir beim Aufstehen?
ist wirklich die längste Nacht in meinem Leben gewesen. Also, wie ist das vorhin gewesen, Herr Meisterdetektiv? Wolltest du nicht die Polizei holen? Jetzt sag mal, Onkel Ena, wo ihr die Juwelen versteckt habt. Sie befinden sich nicht mehr hier. Und wo sie sind, sagen wir nicht. Jetzt hört mir mal gut zu, ihr beiden. Die beiden netten Herren hier waren der Meinung, ich hätte sie reinlegen wollen. Und darum haben sie mir eine Nacht zum Überlegen gegeben. Und wie ich eben schon sagte, besonders schön war das nicht. Man kommt nämlich kaum zum Schlafen, wenn man an Armen und Beinen gefesselt ist. Was hältst du davon, Herr Meisterdetektiv, wenn du ein paar Nächte, vielleicht alle, die dir noch bleiben, hier unten im Dunkeln und in der Kälte verbringen würdest? Wir haben es nämlich jetzt eilig und darum werden wir euch hier in der Grube einsperren. Und ob ihr da wieder rauskommt, hängt einzig und allein von euch selbst an. Habt ihr verstanden? Ja. Also sagt uns jetzt, wo die Juwelen sind. Wir schicken dann ein Telegramm, sobald wir in Sicherheit sind und teilen darin mit, wo ihr seid. Wenn ihr aber lieber den Mund haltet, dann haben euch eure Mamas und Papas zum letzten Mal gesehen. Ist es denn sicher, dass wir wieder rauskommen, wenn wir reden? Da kannst du dich völlig auf mich verlassen, mein Junge. Ich werde den netten Herrn auch bitten, euch nicht zu fesseln, damit es nicht gar zu schlimm für euch hier unten ist. Die Kassette liegt in der braunen Kommode auf dem Speicher der Bäckerei. Sehr schön. Weißt du, wo das ist? Klar weiß ich, wo das ist. Alright, komm jetzt. Ja, dann leb wohl, Herr Meisterdetektiv. Ich glaube, es wäre besser, wenn du in Zukunft die Detektivspielerei lassen würdest. Na los, komm schon. Den Dietrich hast du doch mir weggenommen, nicht wahr? Her damit. Vielen Dank. Leb wohl dann. Und danke für alles. Ich schicke bestimmt das Telegramm, wo ihr zu finden seid. Wenn ich es nicht vergesse. Habt ihr das eben gehört? Und alles ist nur mein Fehler gewesen. Was heißt hier Fehler? Du hast doch nicht im Entferntesten geahnt, dass es so kommt. Bloß schade, dass Onkel Björk gestern verreist war. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Hast du wenigstens die Brötchen dabei? Ja, ja. Dann verhungern wir wenigstens nicht bis heute Abend. Sinnlos, so schaffen wir es nicht. Können wir nicht einfach um Hilfe rufen? Nein, das hat keinen Zweck. Doch, wir müssen. Eins, zwei, drei, Hilfe! Nach Gritzhorn oder nach Albersbach, da können Sie alle hinfahren. Aber um den einen Stollen hier unten, da kümmert sich kein Mensch. Wenn ich wenigstens zu Hause gesagt hätte, dass ich in den Stollen gehe, dann würden die jetzt sicher kommen und nach mir suchen. Hey, seht mal. Onkel Ena hat seine Taschenlampe vergessen. Eva Lotta, wir haben ein Licht. Ich bin dafür, dass wir erstmal die Brötchen essen. Dann geht's bestimmt auch gleich wieder besser, Eva Lotta. Da, nimm. Das ist vielleicht das letzte Brötchen, das ich esse. Nein, du kannst meins auch noch bekommen. Na komm, jetzt ist erstmal was. Hey, du! Was machst du da? Wartest du auf Eva Lotta? Ja. Wissen Sie, wo sie ist? Nein, keine Ahnung. Bist du schon wieder darauf? Ja. Und was machst du da? Ich warte auf Eva Lotta. Ach, da fällt mir ein, die beiden Jungs wollten mit Eva Lotta heute einen Ausflug machen. Bestimmt kommen die erst abends wieder. Ach ja? Hast du nicht verstanden? Die kommen erst abends wieder. Das ist aber blöd. Was machst du dann immer noch da oben? Ich werde jetzt Zeitung lesen. Möchtest du dir eine Krone verdienen? Klar. Was soll ich tun? Lauf in den Tabakladen am Markt und kauf mir eine Packung amerikanische Zigaretten. Ist gut. Hey, Sie! Wissen Sie zufällig, wo Sixten hin ist? Nach Hause, glaube ich. Na, dann können wir noch in Ruhe eine Partie spielen. Na klar. Bitteschön. Eine Krone habe ich behalten. Hey Jungs, hört mal her. Ich habe für eine ganze Krone Brötchen gekauft. Jetzt können wir bis abends hier bleiben. Mensch, toll. Prima. Anders? Hm? Du hast doch mal gesagt, dass du das ganze Stollensystem erforschen wolltest, um eine Karte anzulegen. Habe ich wirklich so was Blödes gesagt? Ja, das hast du. Es wäre doch möglich, dass es hier noch einen zweiten Ausgang gibt, von dem niemand was weiß. Genauso gut könnte hier eine Kolonne Arbeiter anrücken und zu buddeln anfangen. Alles beides ist wenig wahrscheinlich. Aber wenn wir hier einfach sitzen bleiben, werden wir noch verrückt. Kommt mal mit, wir haben hier wenigstens eine Taschenlampe. Geh du voran und leuchte.
werde mir sortieren. Wiederhören. Kommissar Stenberg von der Staatspolizei. Ja, Sanford. Kennen Sie hier in der Stadt einen Privatdetektiv namens Blomqvist, Konstable? Blomqvist? Ja. Nein, nicht, dass ich wüsste. Er hat Agathan 14 als Adresse angegeben. Sehen Sie? Karl Blomqvist, Privatdetektiv. Tja, das ist dann niemand anders als mein alter Freund Kalle. Kalle? Ja, er ist nämlich ganze 14 Jahre alt, der Herr Privatdetektiv. Wie erklären Sie sich dann, dass er uns einen Fingerabdruck geschickt hat, der exakt mit einem übereinstimmt, den wir nach dem Juwelendiebstahl in Stockholm am Tatort gefunden haben? Das weiß ich nicht. Da müssen Sie Kalle schon selbst fragen. Würden Sie bitte mitkommen, Konstable? Natürlich. Du, streich die Melodie. Es heißt Maßkrug. Ja, ja, richtig. Hey, passt auf, dass ihr nicht stolpert. Das sind Steine. Ja, ja. Stellt euch vor, die armen Kumpels, die früher hier unten arbeiten mussten. Die haben wenigstens ab und zu mal was zu essen gekriegt. Heute hätte es bei uns Fleischklopse gegeben. Still. Seht mal. Was ist das? Da kommt man runter. Ja. Meinst du, die Sprossen halten uns noch aus? Wir müssen sie eben mal ausprobieren. Ich versuch's als Erster. Dann kommt ihr. Ja, ich leuchte euch, aber seid bloß vorsichtig. Scheint alles stabil zu sein. Da ist nichts vermorscht. Das ist viel zu hoch. Aber irgendwie müssen wir hier rauskommen. Versuchen wir es zuerst mal da. Sind zwar endlich weg, aber weiter unten steht ein Auto und davor ein Polizist. Quatsch keine Obernsteig ein. Fahr los! Das waren sie.
Kalle! Was hast du die ganze Zeit über gemacht? Wo bist du gewesen? Das erkläre ich dir alles später. Zuerst muss ich zur Polizei. Na, das ist nicht weit. Sie sitzen schon da drin und warten auf dich. Sie müssen sie festnehmen. Wen denn? Warum verhaften Sie sie nicht? Wen sollen wir wohl verhaften? Na, die Juwelendiebe, sie sind zur Brücke gefahren. Schnell, beeilt euch! Weißt du, wie sie aussehen? Kannst du sie beschreiben? Ja, einer ist bleich, einer gemein und einer ist Onkel Elna. Aber der Bleiche ist noch gemeiner als der Gemeine. Und dieser Onkel, also Onkel Elna, ist mindestens genauso gemein. Der Bleiche nennt sich Ivar Redig, aber die anderen nennen ihn Arthur. Und den Hässlichen nennen sie Tjommen. Langsam, langsam. Wisst ihr, wie das Auto aussieht? Würdet ihr die Männer wiedererkennen? Ja. Dann sagt mir. Einen Moment, ich habe hier alles aufgeschrieben. Aufgeschrieben? Ist ja prima. Dann kommt mal mit, alle drei. Ist gut. Hallo, Festeras, Festeras. Hier ist 15 in Lillköpping. Großfahndung auslösen nach drei Juwelen. Sie benutzen einen schwarzen Graham, amtliches Kennzeichen A3320. Vermutlich versuchen sie, über die Landesgrenze zu entkommen. Auf allen Verbindungen nach Westen Straßensperren errichten. Gefahndet wird nach einem Graham A3320. Verstanden. Ja, bitte, ich höre. Verstanden. A3320, ein Graham. A3320, ja. Es handelt sich um einen Graham, A3320. Geht's nicht schneller? Hallo, Achtung an alle, Warnung, die gesuchten Verbrecher sind bewaffnet. Wir kommen uns bestimmt nicht. Wir sind schneller. Geben Sie doch noch ein bisschen Gas. Sagen Sie, ich glaube, Sie kennen sich in der Gegend aus. Welchen Weg können Sie genommen haben? Das kann ich unmöglich sagen, weil beide Wege zur Hauptstraße führen. Moment mal. Sie sind den Weg da gefahren. Woher willst du das wissen? Weil an Ihrem Auto hinten rechts ein neuer Reifen aufgezogen war. Ich habe das Profil da abgemalt. Komm, steig ein. Du bist wirklich nicht dumm. Los, den linken. Hey, was ist denn das? Nase über den Haufen. Die kriegen wir nicht los. Steig aus, Gas. Da drüben, da sind sie. Wir haben sie geschafft. Ganz gut, der Tipp, den wir Ihnen gegeben haben. Ohne eure Mithilfe hätten wir das nie geschafft. Und das sagt dein Kommissar? Da werden Sie gebracht. Ja, wen sehe ich denn da? Ist das nicht Arthur Berg?
Das ist wirklich eine freudige Überraschung. Ach, nur, dass die Freude einseitig bei Ihnen liegt. Und Sie da? Sind Sie zum ersten Mal straffällig geworden? Ja. Nein, da ist ja noch ein alter Bekannter. Wie war das, Chommen? Wollten Sie nicht ein ehrlicher Mensch werden, als wir uns das letzte Mal getroffen haben? Ja, und ich wollte mir dafür nur ein bisschen Startkapital besorgen. Das geht ganz schön ins Geld, wenn man ehrlich leben will, Herr Kommissar. Na, wo haben wir denn die Beute? Sehen wir mal, hm? Santeson, sehen Sie mal im Wagen nach, da ist sie vermutlich. Ja. Kalle, komm doch mal. Es würde dich höchstwahrscheinlich freuen zu hören, dass wir dank deiner Mithilfe in die Lage versetzt wurden, zwei der gefährlichsten Verbrecher unseres Landes festnehmen zu können. Ha! Ah, das sieht ja nicht besonders kompliziert aus. Wer von euch hat den Schlüssel dafür? Danke vielmals. Die geheimen Dokumente der Weißen Rose. Ach so, dann habt ihr die Beute bereits beiseite geschafft. Aber wir werden das schon noch rausbekommen. Da brauchen Sie sich gar nicht weiter zu bemühen. Das Zeug liegt in der untersten Kommodenschublade auf unserem Speicher. Aber wie kommen die Kerle an das da? Das ist unsere Dokumentenkassette und die lag in der obersten Schublade. Hihi, helf doch mal! Ich glaube, sie ist ohnmächtig geworden, wäre ja auch kein Wunder. Ich habe heute nur ein Brötchen gegessen. Zwei. Meisterdetektiv Blomqvist half der Polizei. 10.000 Kronen Belohnung. Halle? Ja? Kommst du jetzt mit? Das kennst du doch schon auswendig. Da steht, ich hätte die ganze Belohnung bekommen. Aber das stimmt doch auch. Die hätten ruhig schreiben können, dass ich sie mit euch beiden geteilt habe. Ich bin froh, dass das nicht da steht. Sonst müsste ich vielleicht noch Steuern dafür bezahlen. Kommst du jetzt mit? Ja. Ja, so war wie ich vorher. Jetzt reicht wirklich. Komm mal mit. Ja, ja, schon gut. Ich gehe ja freiwillig. Hallo. Wie flott Onkel Björk aussieht. Ja, und tüchtig ist er auch. Was machen wohl die Ruten heute Abend? Sehen wir mal nach. Komm. Also höher geht's nicht mehr. Doch, setz mal den Fuß dahin. Na, ist das zu fassen? Die Weißen kommen. Die haben unterschrieben, dass sie sich dreimal vor uns verbeugen. Mhm. Sag mal, sollen wir uns wirklich vor denen verbeugen? Mhm. Na? Wisst ihr, was sie uns können? Oh,